kurz und schmerzlos Update, echtes Labkraut. Da kann man es ja nur ahnen, ja, weil es ja schön gelb bliert, aber irgendwann, und jetzt ist gerade überhaupt die Zeit, wenn man da ein bisschen so schaut, es ist alles nur praktisch durch die Gräser zum, sind eigentlich nur mehr Gräser zum Sehen und die sind schon verbliert. Und, aber wenn man genau schaut, also da vor uns steht nämlich auch das echte Labkraut und das hat die Blüte gerade hinter sich gebracht. Und auch das echte Labkraut, auch wenn es nur so unscheinbar ist, macht Früchte, also Samen. Die sind natürlich da jetzt unreif. Es ist ja auch wirklich ganz knapp nach der Blüte. Wie ihr seht, sie kann da noch verblühte und braun gewordene Blütenreste abstreifen. Aber wenn man genau schaut, und da hoffe ich, dass ja, die Kamera entweder gut macht oder ihr gute Augen habt oder beides, man sieht da schon diese kugeligen Ansätze, das werden einfach die Samen. Die werden dann noch ganz dunkel, fast schwarz. Ich zeige das dann eh noch mal her, wenn ich es erwische. Falls es nicht erwische, gleich jetzt dazu gesagt, ansonsten ist es halt nachher doppelt. Ausbreitung passiert über Ameisen, also die zahlen das wieso auch immer, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt nämlich nichts gelesen, dass da irgendwie so ein Fettanhängsel dran ist. Aber Wikipedia schreibt, dass das über Ameisen verzahrt wird, das Samenwehr. Aber natürlich auch über Ausscheidung, weil wird natürlich gefressen von Weidentiere und die machen dann eine Gaxi und dann kommen die Samen unverdaut wieder raus und so kann sich das Ganze ausbreiten. Okay, also da sehen wir noch schön, dass das mal blüht hat und da noch ein bisschen dahin blüht. Und da schaut schon ziemlich fad aus, aber wenn man es einmal gesehen hat und weiß, kann man das praktisch auch noch nach wie vor gut erkennen. Nur dazu, wenn sich ein bisschen an die Merkmale hält, diese Blätter sind typisch, habe ich schon hergezeigt, dann wird es immer als echte Labkraut erkennen können.